Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Ja, und wir tanzen immer noch mit der Jodie hier vor der Zimmertür rum in diesem Irrenhaus. Warum sie das macht, weiß ich immer noch nicht. Ja, und wir sind dabei, wahrscheinlich unsere leibliche Mutter kennenzulernen. Und ja, ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich würde gern reingehen. Ich warte hier. Jodie, du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Ja gut, dann gehen wir wieder. Was? Okay. Mom, ich bin's. Jody. Also, bevor wir die jetzt ansprechen oder irgendwie interagieren noch, möchte ich mal kurz festhalten. Ich glaube nicht, dass diese Frau verrückt ist oder sonst irgendwas. Und sie hatte auch keine Totgeburt, wie man, also wie man ihr weiß gemacht hat wahrscheinlich oder allen anderen weiß gemacht hat und was im Bericht steht. Ich glaube nicht, dass sie verrückt ist. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass sie gefährlich ist oder sonst irgendwas. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Warum genau sitzt sie einfach nur da an so einem Gerät? Vielleicht vollgepumpt mit Drogen oder sowas? Beruhigungsmittel? Ich bin deine Tochter. Hilf mir ein. Ja, wie soll einen denn... Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber mein Baby! Sprecht sie mir! Ich hab's überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will sie sehen! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Wusste ich's doch, man hat sie einfach unter Drogen gesetzt, sie war nicht verrückt, sie war begabt, der Vater war begabt, über den konnten wir oder haben wir ja nichts fragen können. Ich weiß ja nicht, ob wir dann noch was erfahren haben, hätten tun sollen, könnten eventuell sein. Quatsch. Nur können wir irgendwas jetzt noch machen? Was ein
du mir zeigen. Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es jetzt! Sie ist gefangen von einer Existenz? Okay. Hat sie denn auch eine Existenz? Eine böse vielleicht jetzt? Meine kleine. Meine Tochter. Solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joey. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Wieso können wir denn nichts machen? Warum und wieso können wir nichts machen? Wieso kann Aiden nichts machen? Wenn man die Drogen jetzt absetzt. Nimm den Beutel da aus dem Arm. Das kann doch nicht wahr sein. Wusste ich so. Was? Der holt die ins Leben zurück. Ich wollte die jetzt nicht umbringen. Ich dachte, der holt die zurück. Oh mein Gott. Ich werde immer bei dir sein. Ich meine, sie wollte es ja irgendwie so. Oder hat die ganze Zeit auf den Tod gewartet, aber... Wieso konnten wir nicht einfach das Ding da rausziehen? Ich wollte sie jetzt nicht umbringen, Leute. Ich dachte, vielleicht können wir sie doch aus diesem, was auch immer, diesem schwarzen Etwas da befreien. Alter Falter, das Spiel macht einen ja echt fertig. Wie, und jetzt gehen wir einfach? Sollen wir einfach so gehen? Einfach so? Na toll. Tolle Möhre.
sind wir jetzt? Okay, wir gucken uns erst kurz mit dem einen um. Überwachungskameras können wir leider nicht kaputt machen. Okay. Irgendwie haben die hier so ein... Sieht so aus wie dieser Kern wieder. So ein Forschungszentrum. Okay, das scheint von Nathan das Büro zu sein, weil die beiden kennen wir ja. Die Frau und die Tochter von ihm. Hat der jetzt auch ein falsches Spiel mit uns gespielt? Diese Stimme, die wir gehört haben, da in dem einen Video, mit der Nora hieß, ne, die Mutter. War das? Das war doch nicht die Stimme von dem lieben Doktor? Der Cole? Ist das wirklich unser Freund oder war das echt mit der Festnahme? Ich traue hier bald keinem mehr. Diesem Ryan würde ich, glaube ich, sehr gerne mal die Hand schütteln nochmal. Okay, wir gehen nicht zur Tür, wir gehen erstmal zum Schreibtisch. Ob wir da noch irgendwas entdecken. Natürlich ist das der Schreibtisch von unserem lieben Herrn Doktor. Die Schneekugel kennen wir ja. Aber sonst können wir hier nichts machen. Einfach mal lieber nochmal alles abgehen. Hier können wir nicht rein. Ich befürchte aber, dass wir noch mitkriegen werden, was dahinter ist. Ich könnte so schwören, dass sie nochmal so einen Kern aufgebaut haben. Oder so ein, nicht so ein Kern, so ein Tor wegen Existenzen und bla. Und dass wir so einfach da rausmarschieren können, da bin ich auch sicher, dass wir es nicht können. Aber wir schauen mal. Heilige. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Ja, da bin ich gerade rausgekommen. Komm her, setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wichtige Frage. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jodie. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Ich überlege die ganze Zeit, ob es wirklich die Stimme war. Wir fragen... Wo ist Cole? Er ist daheim. Es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Okay, wir möchten die Wahrheit. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter?
Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, hab dich beschützt mit allem, was ich hatte. Naja. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Tja, was soll ich dazu sagen, meine Lieben? Okay, schauen wir uns erstmal die Statistik an. Ich habe nach Darkings gefragt. Ja, haben wir. Aber ich muss auch echt sagen, dieses Gefrage, man darf ja nicht alles fragen. Ich finde, es geht ein bisschen zu schnell, weil das Spiel nimmt dann wirklich die eigenen Entscheidungen, also übernimmt die Entscheidung dann, ohne dass man was drücken kann. Man kann nicht lange nachdenken, was man machen möchte. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also Entscheidung, dass die sich irgendwann selber dann ist, okay, aber nicht so schnell. Das finde ich ein bisschen ungelungen. Nun gut, aber wir haben nach ihm gefragt. Wache haben wir abgelenkt am Verteilerkasten. Ja, wir haben ja alles andere Mögliche versucht. Da war ja nicht viel anderes. Noras Leiden beendet. Okay, das, wie gesagt, man kann das jetzt sehen, wie man will. Wir haben die Mutter ja quasi wirklich umgebracht mit Aiden. Aber wir haben sie befreit, weil sie selber gesagt hat, sie wartet nur noch darauf. Sie ist in dieser Hülle gefangen und sie saß ja jahrelang, 20 Jahre jetzt nur da und hat auf das Ende gewartet. Keine Ahnung, ob das nochmal Konsequenzen hat, ob vielleicht eventuell wieder was anderes hätte machen sollen, wie so vieles andere halt. Nicht nach dem Vater gefragt, da hätte ich gerne nachgefragt, ehrlich gesagt. Aber es ging einfach zu schnell und es waren andere wichtige Fragen da. Wir haben die Zellen mit Aiden erkundet. Ja, da in der Irrenanstalt, ne? Da haben wir ja den einen netten Verrückten gesehen, der den Aiden sogar sehen konnte. Das fand ich relativ interessant. Ein Verrückter sieht eine Existenz. Ist er wirklich verrückt? So, Medaillon genommen. Ja, das haben 98% sogar. Das hätten wir nicht machen können, haben wir aber gemacht. Um ein Andenken an unsere Mutter zu haben, ein letzter Gefallen, ein letztes, wie soll ich das denn ausdrücken? Irgendwas von ihr halt, was sie uns geben hätte, also was sie uns dann wahrscheinlich auch selber gegeben hätte oder sowas. Ich weiß nicht. Wir haben es ja jetzt nicht geklaut in dem Sinne. Also aber echt Hammer, was da abgegangen ist. Und ja, man hat die Mutter wirklich, wie ich vermutet habe, irgendwie benutzt, dann unter Drogen gesetzt, das Kind weggenommen, hat eigentlich gesagt, Fehlgeburt oder Totgeburt, meine ich. Und die wahren
also die ja, Adoptiveltern, denen hat man schon gesagt, da könnte was passieren. Das Kind ist wahrscheinlich hochbegabt oder hat so eine Gabe, weil Mutter und Vater waren beide, also deshalb ist es eigentlich sehr interessant, was mit dem Vater ist. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen die Chance dazu, das irgendwie rauszufinden. Ich befürchte fast nicht, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Und ja, noch so ein paar Zusammenhänge sind da unrund, finde ich. Also da würde ich schon gerne noch mal ein bisschen nachhaken können. Und ob der Nathan, ich bin mir nicht sicher, war das die Stimme von ihm? War das die Stimme von dem Nathan, der da gesprochen hat, als der Mutter das da passiert ist? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine nicht, aber wie gesagt, sicher bin ich mir da nicht. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Also da dürft ihr mich gerne informieren. Obwohl, vielleicht wissen wir es ja jetzt im Nachhinein dann noch, wenn noch was kommt. Ich weiß es nicht. Ja, und wir sollen jetzt noch einen allerletzten Job machen. Dann können wir gehen. Und zwar sollen wir wieder mal verhindern, dass die ein Tor öffnen. Ich verstehe nicht, warum wir dann gerade diesen komischen Kondensator, dieses Portal, vor der Nase haben. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Ich weiß, ich bin gemein, aber ich hatte gerade schon auf unsere Aufnahmezeit gelinst, meine Lieben. Und ich habe Angst, dass wir nach dem Gespräch direkt Missionen und so weiter und so fort. Und das geht nicht, unsere Aufnahmezeit. Das, ihr seht das ja selber ein, denke ich mal. Ja, aber ob wir denen da allen trauen können und hier Ryan, ich hatte ja gehofft, wir sehen ihn wieder. Ich würde ihn jetzt dann gerne in den Arsch treten und 4 teilen und nochmal in den Arsch treten, weil, ihr versteht, ihr habt es ja miterlebt. So, und wir sollen also jetzt den Kondensator zerstören.
Das werden wir vielleicht eventuell in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir, wie gesagt, gerne einen Kommentar. Wenn ich was frage, könnt ihr auch gerne da die Antwort raushauen. Natürlich nicht zu viel spoilern, einfach nur ja oder nö. Würde mir schon reichen. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, schreibt mir. Drückt auch gerne auf den Abo-Button. So, und bis zur nächsten Folge, die ja wirklich, wirklich spannend wird, denke ich mal. Wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss.